Auf dem Sprung nach oben ist der Flugplatz Kassel-Calden. Er will einer von dann 40 deutschen Flughäfen mit internationaler Anbindung und Überwachung durch die deutsche Flugsicherung werden. Derzeit ist er einer von 159 sogenannten Verkehrslandeplätzen, die regelmäßigen Flugbetrieb bieten. Betreiber des 1970 eröffneten Flugplatzes ist eine GmbH, an der das Land Hessen, die Stadt und der Landkreis Kassel sowie die Gemeinde Calden beteiligt sind. Am Flugplatz sind derzeit 19 Firmen mit 600 Arbeitsplätzen ansässig. Dazu gehören Luftfahrttechnikfirmen, die Generalvertretung eines Flugzeugherstellers, Wartungsfirmen für Flugzeuge und Hubschrauber, Zulieferer und Charterfirmen. Außerdem werden in Calden Piloten ausgebildet, es gibt Ballonfahrten und Schulen für Ultraleichtflug und Fallschirmspringen. Die meisten der 30.000 Flugbewegungen pro Jahr bestehen aus Luftsport und Freizeitverkehr. Wichtig ist Calden auch für den Geschäftsreiseverkehr. Manager und Politiker aus Nordhessen nutzen den Flugplatz, um bis nach Moskau und in die USA zu fliegen. Von Calden aus gibt es Direktverbindungen zu 1000 Flugplätzen allein in Europa. Die bis 2002 möglichen Charter- und Linienflüge nach Malta und Mallorca wurden eingestellt. Die frühere Passagierabfertigungshalle wird jetzt anders genutzt, denn die Landebahn ist mit 1500 Metern zu kurz, um große Flugzeuge wirtschaftlich einzusetzen. In Startrichtung liegt der Dörnberg im Weg. Weil auch die Technik des 40 Jahre alten Platzes erneuert werden muss, entsteht nördlich davon ein Neubau mit deutlich längerer Startbahn. Der seit 1998 betriebene Ausbau wurde nach vielen Protesten und Klagen 2009 endgültig genehmigt. Derzeit wird die Bundesstraße 7 verlegt, die das Flughafengelände berührt. Spätestens 2013, so hoffen die Befürworter, sollen endlich mehr als nur kleine Flugzeuge von Calden aus in die Welt starten.